Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde Sangbazano und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem genau auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Mongolen und ich nehme mal direkt ein Feedback von euch auf. Viele von euch wollen, dass ich mehr zeige, dass ich nicht mehr so viel rausschneide. Ihr wollt also weniger das Playthrough-Ergebnis orientiert haben, sondern mehr im Prozess sehen, also sozusagen ne, das wirkliche Let's Play. Und ich gehe gerne darauf wieder ein, behalte mir aber wirklich vor, so ein paar langatmige Passagen, wo ich einfach nur lange überlege, ohne dann auch direkt zu einem Ergebnis zu kommen, das einfach dann trotzdem noch rauszuschneiden. Also ich hoffe, so kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner. Das hat auch was damit zu tun, ich kann die Schlachten auch nicht immer auf vier- oder fünffacher Geschwindigkeit führen, damit ich da ein bisschen weiterkomme, sondern oftmals schalte ich dann auch nochmal bei der Geschwindigkeit runter auf 3, dann dauern die Parts halt wirklich sehr lange. Ich weiß, ihr seht gerne lange Parts, aber nicht alle sehen die gerne. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. So, was steht denn für heute auf dem Programm? Also Ming angreifen und Missionen abschließen. Ihr seht auch hier die Unterstützer von Ming. Die Shu haben sich übrigens auch schon Ming als Vasall angeschlossen. Und ich habe mich jetzt mal so positioniert, dass ich die möglichen Unterstützer direkt überfallen kann. Und ich hoffe mal, dass das auch so klappt, wie ich mir das hier vorstelle. Wir könnten übrigens vorher noch versuchen, dich zu einem Tributstaat zu machen. Warum eigentlich nicht? Bin ich eigentlich mit einverstanden. Das können wir machen. Und du darfst uns gerne Geld zahlen. Ja, bin ich mit einverstanden. Werden wir irgendwann dann nochmal die Beziehungen verbessern. Wir haben übrigens auch gleich die ersten Kernprovinzen wieder abgeschlossen. Ein paar gehen sehr schnell, ein paar dauern noch ein bisschen. Aber bevor wir die Ming auseinanderpflücken, müssen wir da noch ein bisschen warten, bis wir noch mehr Kerne haben. Ich bin auch gerade dabei, Provinzen zu konvertieren. Ich habe die Privilegien ein bisschen umgearbeitet und ich zeige es euch einmal ganz kurz. Und zwar, was habe ich gemacht? Einmal hier, Monopol auf Edelsteine. Es gibt nämlich keinen Einfluss, aber dafür mehr Loyalität. Und hier das Monopol auf Wein. Das sind beides Ressourcen, womit ich ohnehin kaum Einnahmen erziele. Da macht das dann auch nicht so viel aus. Wir sichern uns aber dadurch dann 50 Punkte Loyalität, sodass wir ohne Probleme Land beschlagnahmen können, ohne dass die Stände illoyal werden. Das steht hier auch nochmal aus. Ja, bald werden wir auch diese Agenda abgeschlossen haben, dann gibt es auch nochmal Loyalität. Wir kriegen außerdem noch Admin-Macht und so, das ist total toll. Ich habe immer noch nicht die Militärtechnologie gemacht. Ich denke drüber nach, ich weiß es aber noch nicht genau. Wie gesagt, es geht zu Lasten unserer Machtpunkte, die wir generieren. Ich glaube, momentan geht es noch. Militärtechnologie 7 gegen 7. Es müsste eigentlich passen hier. 6, 8, 7. Bei unserem unmittelbaren Umfeld müsste es noch gehen. Osmanen könnte schwieriger werden. Müssen wir mal noch gucken. Die Usbeken und Euraten habe ich im Vorbeilauf noch nicht platt gemacht. Das kommt gleich noch. Insofern würde ich sagen, legen wir los. Wir machen den Krieg. Wir nehmen den Hordenkriegsgrund, nicht Mandat des Himmels, das interessiert mich überhaupt nicht. Sondern wir machen den Hordenkriegsgrund. Wir müssen aber noch... Oh, ja, stimmt, ich habe den Tributstaat etabliert, ne? Muss jetzt mal gerade einen Moment warten. Beleidigungskriegsgrund gegen Mongolen. Meinung von Shirvan, plus 50. Ja, ich brauch den Kriegsgrund nicht. Also dann geht's los, ne? Horde, genau. Das ist einer der besten Kriegsgründe halt überhaupt. Können wir irgendjemanden da voll reinrufen? Wir sollten es vermeiden. Ne? Es wird ansonsten so ein Weltkrieg. Muss ja nicht sein. Ja, Zhang hat sich gedacht, hey komm, der Günner ist ein Depp. du kannst dich schon mal hierhin auf den Weg machen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch sogar, die Provinzen hier komplett zu plündern. Das wäre eigentlich ganz cool. Was machst du am besten noch? Vielleicht schicken wir hier... Ist da eine Kanone drin? Da ist noch keine Kanone drin. Guck mal, dann kannst du die Kanone einmal hier hinschicken. Das sind ja immer so meine Überlegungen hier. Schickst mir den noch dahin. Und den schickst du mir noch dahin. Dann können die 11 Regimenter vielleicht... Hat er da eine Festung? Ja, er baut gerade eine. Ja, ja, genau. Da war was. Okay. Nee, das ist cool. Und dann nimmst du den und schickst mir den hier hin.
Und den anderen dahin. So, jetzt nimmst du nochmal die und dann schickst mir die schon mal hier runter. Dass die hier unten ein bisschen aufpassen können, falls da irgendwas passiert. Teil der Truppen von Kram ist auch irgendwo noch hier unterwegs. Da sind wir noch so ein bisschen, ne? Müssen wir mal gucken. Toll. Super. Er hat es überlebt. Das ist nicht so super. Ottos wollen Zugang. Können sie sich abschminken? Ja, das da müsste eigentlich passen. Okay, da komme ich nicht ran. Dann kannst du auch eigentlich hier stehen und einfach weiter belagern. Wir müssen die auch nicht immer komplett besiegt haben. Es reicht ja manchmal, wenn man einfach nur in der Lage ist, hier erfolgreich zu belagern. Ne? Gucken wir mal, ob Dali sich dazu entscheiden kann, auf Dauer unser Vasall zu bleiben. Wir werden es sehen. Du kannst dich schon mal hier hinstellen. Wir wollen ja hier die Provinzen ausplündern. Wie sieht das hier aus? Da geht noch ein bisschen. So kannst du auch hier hinkommen. Beim Belagern ist natürlich auch immer so ein bisschen das Risiko, aber wir haben genügend Rekrutenreserven. 71.000 ist unser Maximum gerade. Ist eigentlich sehr gut. So, du kannst jetzt auch hier hin zurück. Wir wollen gerne unsere Provinzen so ein bisschen absichern, ne? Dass da nicht auf einmal so eine größere Armee auftaucht. Außer mit der Armee hier, mit der plündern wir natürlich. Das ist ja auch ein 9er Stack, der ist nicht ganz so schwach. Oh, da haben wir wohl eine 1 gewürfelt, ne? Ja, so sieht es nämlich direkt wieder aus. Dann müssen wir hier runter. Dann muss sie hier unten mithelfen. Und du kannst wieder hierhin zurückkommen. Und jetzt belagern wir erstmal ganz stoisch, ganz ruhig. Ohne, dass wir uns hier irgendwie irritieren lassen. Also die gesamte Armee von Ming übrigens. Ja, ist die gesamte Armee. Wir könnten den auch erobern eigentlich, ne? Guck mal da. Unser ehemaliger Tributstaat, der ist schon wieder weg. Ach, der will noch nicht. Ja, gut. Dann darf er sich da noch ein bisschen austoben, das ist dann okay. Du kannst schon mal, ach guck mal, die Ming haben sich, die haben noch gar nicht mal zu Ende belagert. Dann können wir vielleicht, lass mal kurz schauen, wer ist hier, du bist noch da, du bist noch einer von den lustigen zwei. Dann lauf du da mal hin. Mach noch einen Anführer mit zusätzlichen Belagerungsfähigkeiten dazu. Ah, da ist er. Okay. Sollen wir ihn jetzt belagern lassen? Der hat da auch so viele Truppen drin, ne? Pass auf, ihr trefft euch hier. Genau, ja. Lauf du mal so ein bisschen komisch rum. So, jetzt kannst du einmal da runter. Greif die mal an. Ja, ne? So könnte es jetzt zum Beispiel, so könnte das jetzt aussehen. Und wenn der dann kapituliert, was er wahrscheinlich bald tun wird, dann futtern wir den auch einfach komplett auf. Das machen wir hier übrigens auch. Der hier haben wir auch. Auch Dinge werden wir komplett frühstücken. Du kannst dann schon mal hier hin. Vielleicht erwischen wir die nächste Armee da hinten. Ja, da, ihr seht, ne, ich muss dann da immer so ein bisschen. Muss dann da immer so ein bisschen pausieren und mal gucken, wo laufen wir jetzt gerade genau hin. Was sind so die Wegstrecken, wo wir da lang müssen? Wie können wir hier seine Truppen erwischen? Ja, zum Glück halbwegs passable Manöverwerte. Den können wir auch da einmal platt machen. Dann geht das hier nämlich ein bisschen schneller, wenn er nämlich keine Armee mehr hat. So. Und dann brennt die Provinz hier einmal. Und dann hauen wir da die Autonomie rein. Dann kehren wir den Spaß. Gut. Okay, so sieht's mal wieder aus, ne? Wir könnten hier auch überlegen, ob wir da einen Separatfrieden machen mit Muang Fuang. Weiß ich jetzt noch gar nicht so genau, ne? Es gibt natürlich immer nur so kleine zeitliche Probleme, dass ich dann doch mal was pausieren oder rausschneiden muss. Nämlich
auch immer dann, wenn meine Kinder zu mir kommen und was von mir wollen, muss ich dann auch mal zwischendrin pausieren. Okay, wir machen weiter. Ich glaube, wir versuchen mal Sichuan zu belagern. Wir haben ja 3 Belagerungsfähigkeit hier. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Ja, und dann schauen wir mal, was da so geht. Tscherkessische Nationalisten. You don't say. Ah, guck mal. Wir haben hier eine weitere Belagerung erfolgreich abgeschlossen. Ich krieg einen Punkt Admin, wenn ich die Hauptstadt plündere. Ja, aber ich weiß nicht. Ich kann den nicht zum Tributstadt machen. Komm hier, dann gib mir noch Kriegsreparation. Machen wir noch irgendwas? Noch was zum Prestigefarm, aber brauchen wir eigentlich nicht, ne? Komm, wir machen das einfach so. Holen uns einfach so die Kohle von dir, dann ist der nämlich auch schon mal raus und dann schrumpft hier der Kriegssupport für Ming, schrumpft dann hier nochmal deutlich zusammen. Das ist eigentlich sehr gut. Und wir können dann mit unseren Möglichkeiten einmal gerade hier hochlaufen. Dann soll unsere Truppe sich mal da oben um die Ming-Truppenverbände kümmern. Und dann passt das für uns bestimmt. Ja, dass wir hier die Festung nicht so schnell kriegen, das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Wie sieht's denn hier aus? Ah ja, cool, okay. Und jetzt? Vasall oder Tribute Personalunion kann keinen Separatfrieden schließen. Oh! Ach so, stimmt. Ich müsste dich dann so fordern, ne? Okay, ja, vielleicht machen wir das, je nachdem, wenn die Punkte reichen. Ja, weil das ein Vasall ist, genau, okay. Mogok und Schung, ja, Mogok ist hier und Schung ist oben. Schwere Zeiten, sehr schwere Zeiten. Neue Kernprovinzen fand. Ah, guck mal da. Und wir haben die nächste Provinz hier dingfest gemacht. Okay. Was können wir denn bei dir machen? Ich kann den auch komplett aufessen direkt. Machen wir das? Also wir kommen dadurch auf einen indischen Subkontinent, ne? Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. AE mit Ming. Okay, warum nicht? Guck mal da, dann machen wir das nämlich direkt so. Dann haben wir hier auch eine Festung stehen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, nur wieder eine Religion, die kein Mensch braucht. Bisschen Polemik sei mir hier gestattet an der Stelle. Okay, dann koren wir die auch noch schnell. Ja, wir sind ja auch gleich hier wieder mit einem Großteil unserer Nicht-Kernprovinzen fertig. So, und dann kannst du eigentlich auch schon mal hier rüberkommen und hier die Shu belagern. Wer ist das hier? Das ist Mongyang. Okay. Müssen wir vielleicht auch nochmal einen Anspruch drauf fingieren. Könnte sinnvoll werden. Wo willst du jetzt hin? Der läuft nach Luoyang. Vielleicht erwischen wir ihn. Ach, guck mal, der hat den Terrain-Bonus mitgenommen. Könnte ich mir auch fast übrigens vorstellen, dass das Söldner gewesen sind, ne? Weil er keine Rekrutenreserven hat. Also er könnte die ja gar nicht irgendwie auffüllen oder so, ne? Es müssten eigentlich, dann bin ich mir sehr sicher, es müssten, dürften eigentlich dann Söldner sein. Du erlaubst den Anschluss, das ist gut. Erlaubst du auch noch einen Anschluss? Ich weiß es nicht. Das ist so blöd. Jetzt läuft der. Ja, okay. Ja, die Mogok-Nationalisten, die laufen jetzt tatsächlich hier hin, ne? Bis hier hinten hin. Laufen die dann so rum? Ich hoffe, die laufen irgendwo hier lang oder hier durch und dann machen wir sie da platt. Okay, dann schauen wir mal, dass wir Shinan bekommen. Oder nehmen wir direkt die Hauptstadt ein. Wie viel Belagerung hast du? 2. Wir versuchen es hier. Das müsste auch passen. Versuchen es direkt bei der Hauptstadt. Ich meine, er kann uns ja truppenmäßig auch gar nicht mehr so gefährlich werden. Oh, wann läuft die ab? 3 Jahre. Okay, das schafft man noch. So lange haben wir Zeit. Ja, okay, gut. Super, dass die da reinlaufen. Oha, Japan will Ryukyu angreifen. Okay. Wie wär's, wenn du noch eine Armee hier rüber schickst?
Aber es ist tatsächlich so ein bisschen problematisch, die Belagerungen beziehungsweise diese erobere Provinz XY-Mission so schnell abzuschließen, ne? Denn die Belagerungen dauern ja einfach so lange. Aber wir haben hier überall Mauerdurchbrüche und so, das sieht gut aus. Fantastisch. Dann kannst du schon mal mit denen hier hin und die machen wir dann klein und die belagern dann die anderen Provinzen hier. Denn das hier, das wird kein Problem sein, denke ich. So, alle Truppen schon auf dem Weg und los geht's. Und jawohl, unser Vasall macht die Ming platt. Das ist doch klasse. Der hat Verschleiß bekommen, vielleicht aufgrund der Gebirgsprovinz. Die anderen müssten es aber eigentlich packen. Manchmal ist das so ein bisschen, fühle mich da manchmal so ein bisschen vom RNG erwischt, ja. So, die sind jetzt auch frisch. Fantastisch. Wir haben Lushu eingenommen. Jetzt kommt die nächste Provinz hier unten. Obwohl, nimm vielleicht Liushu mit. Der hebt alles aus, was er ausheben kann. Aber gut, der ist ja auch klar, der ist ja kurz davor, hier eine schreckliche Niederlage zu erleiden. So, wir haben seine Hauptstadt eingenommen. Wuchang ist die nächste Provinz. Wir haben fast die 50%. Mich würde nur interessieren, ob ich die Provinz bis zum Stichtag auch dann wirklich de facto besitzen muss oder ob es reicht, wenn ich den Krieg erkläre. Oh! Alter! Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Die hatte ich gar nicht auf der Rechnung. Da hat er gerade irgendeine Söldnerarmee ausgehoben. Meine Güte. Okay. Das ist schrecklich, weil diese Einheiten, also die Söldnerarmeen, die scheinen offenbar kämpfen zu können, im Gegensatz zu den restlichen Truppen. So, jetzt haben wir die Mission fertig. Endlich, Leute, es hat so lang gedauert. Mongolen erhält einen dauerhaften Anspruch auf Nordchina, Südchina, Chinan und 75 Militärmacht. Jetzt müssen wir aber hingehen, weil unser Limit ist bei 999. Jetzt müssen wir Provinzen entwickeln, beziehungsweise wir sind schon dabei. Das ist kein Staat, ne? Wo ist ein Staat? Das ist ein Staat, ne? Hier können wir Provinzen entwickeln, da müssen wir aber Diplo ausgeben, damit wir dann nachher Mil entwickeln können. Auch so ein bisschen doof, aber naja, gut, ich sag mal so, ne? Diplo haben wir ja genug. Und Diplo ist auch nicht so super wichtig. So, dann machen wir jetzt hier diese Mission erstmal fertig. So, unsere Ansprüche sind jetzt auch da. Und dann gucken, was haben wir jetzt noch hier? Grundmannstärke und Grundsteuer. Jedes Mal, wenn wir eine Provinz brandschatzen, erhält der Stämmestand 1% Loyalität. Super, das können wir auch sofort mitnehmen. Dann haben wir das Ereignis jenseits des Drachenthrons tritt ein. Ereignis, Einblick, erhält 10 Armeetraditionen. Überschüssige Militärtradition wird in militärische Macht umgewandelt. Wir können das Großprojekt chinesische Mauern nutzen, aber wir haben es, glaube ich, auch noch gar nicht ausgebaut. Wir gucken mal ganz kurz rein. Wir haben 94 Militärtraditionen. Das heißt, wir kriegen militärische Macht wieder dafür. Aber gut, so viel ist das dann gar nicht. Es geht direkt weiter.
Die Mission, wir haben hier eine Verzweigung. Option 1, alle im Besitz befindlichen Provinzen mit chorchinischer, kalkischer oder eurasischer Kultur wechseln zur mongolischen Kultur. Option 2, Mongolen erhält Reorganisation der mongolischen Stämme bis zum Ende des Spiels mit folgenden Auswirkungen, akzeptierte Kulturen plus 3. Mongolen erhält einen dauerhaften Anspruch auf Tibet-Region und auf Zentralasien-Region. Das ist halt diese Mission, die wir halt vorher nicht erfüllen konnten. Wir können übrigens mal ganz kurz gucken. Wir sehen auch hier, Chorchinchisch ist ja bereits akzeptierte Kultur. Also wir könnten durchaus hingehen und sagen, wir erhöhen die Anzahl akzeptierter Kulturen. Denn wir haben qua unseres Kaiserreichranges, wir haben schon den höchsten Regierungsrang erreicht. Wir haben bereits die Kulturunion. Also von daher ist es hier für uns tatsächlich sinnvoller, die Anzahl der akzeptierten Kulturen zu erhöhen. Wenn ihr mal schaut, Moment, wo ist es? Hier, ne? Chorchinchisch, das hat keine Auswirkungen auf die Unruhe. Wir können das also, wir brauchen das also nicht. Also wir holen uns die Ansprüche und wir nehmen die zusätzlichen akzeptierten Kulturen. Ja, das ist der universellere Vorteil. Eroberungskriegsgrund gegen Dali, ne? Also das ist ja mal fantastisch. So, dann haben wir direkt die nächste Mission. Und zwar, Stämme erhält 10 Loyalität, erhält 50 militärische Macht. Wenn Kasachstan unser Untertan ist, hat dies folgende Auswirkung. Macht Kasachstan zum ausgegliederten Vasall. Kasachstan, im Gegensatz zu anderen ausgegliederten Vasallen, erhält Mongolen für Kasachstan keinen Malus auf das Regierungslimit. Ich habe keine Ahnung, was ein ausgegliederter Vasall ist. Ich muss das mal nachgucken. Kurzer Einblick ins EU4-Wiki hat mir nichts gebracht. Also machen wir das einfach mal. So, jetzt zeigt mir mal bitte, was ist das jetzt hier? Ausgegliederter Vasall. Ein angegliederter Vasall muss seinem Lehnsherrn in den Krieg folgen, kann bestimmte diplomatische Aktionen nicht durchführen und so weiter. Das ist ein, tatsächlich, okay. Diesen Vasallentyp habe ich bisher noch nicht gefunden. Spannend, okay. Und die ausgegliederten Vasallen müssen das nicht, ne? Die müssen nicht folgen. Zahlt einen Teil seiner Einnahmen an den Lehnsherrn. Er kann leichter diplomatisch annektiert werden, kostet aber auch Regierungslimit. Okay, aber dieses Regierungslimit kostet es ja dann de facto gerade nicht. Ich glaube, wir gehen übrigens mal hin und reduzieren noch einmal hier die Kriegsmüdigkeit. So, dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Und zwar belagert Beijing, das haben wir auch bereits gemacht. Mongolen erhält einen dauerhaften Anspruch auf Südchina-Region, erhält einen dauerhaften Anspruch auf Chinan-Region, erhält 10 Prestige. Das überschüssige Prestige wird in Machtpunkte umgewandelt. Das ist eigentlich ganz gut, das nehmen wir, glaube ich, dann auch mit. Schaltet die Herrscherpersönlichkeit Plünderer frei, solange wir eine Horde bleiben. Diese gibt folgendes, verfügbare Beute plus 15%, Machtzuwachs durch Brandschatzen plus 20. Bam. Hätten wir es schon früher brauchen können, aber hey, es ist jetzt halt so, ne? Vernichtet die Einsiedler. Wir haben hier die Stämme, das Standesprivileg, Anteil an der Beute gibt minus 5% Kosten für Technologien und wir erhalten 10 Horden-Highlight. Können wir also auch machen. Das Ding mit dem Standesprivileg, das mache ich aber nicht, denn ich will keine 5% Beute wegschmeißen. Das ist einfach, also wir schmeißen damit halt Hardcore-Machtpunkte halt raus, ne? 10% sogar, ne? Also das ist einfach biestig, ja. Und was wir jetzt eher überlegen können, ist, ob wir die Militärtechnologie halt zum Beispiel für den Krieg gegen die Ottos erhöhen, weil wir ja jetzt diesen Plünderungsbonus von 15% halt drin haben, ne? Also das könnte man halt hier, ne? Könnte man halt hier überlegen. Ich würde mal sagen, das Wichtigste, ich habe gerade nochmal in die Mission reingeguckt. Die anderen ergeben sich jetzt halt aus den Eroberungen. Das Krasseste für uns ist halt auf jeden Fall, dass wir schon mal so, ich würde sagen, einen Anspruch auf komplett China eben haben. Ne? Und wir können jetzt erstmal alles nehmen an Provinzen, einfach nur, was möglichst wenig Machtpunkte kostet. Und mal sagen, es ist uns jetzt vollkommen egal. Guck mal gerade nochmal oben hier, da fällt auch nochmal was raus. Da, das können wir auch noch mitnehmen. ...92%, okay. Jetzt gucken wir mal gleich, ob wir da noch so ein paar Provinzen mit rausnehmen. Aber eigentlich finde ich das hier ganz cool. Wenn wir das hier so machen, Wenshu lassen wir mal raus.
Ah, das sind alles hier die Provinzen noch, ne? Ja, da habe ich halt auch Ansprüche drauf. Aber ich brauche eigentlich, wenn dann, eher noch chinesische Provinzen. Also wir würden dann vielleicht noch sowas machen, ne? Und hier nochmal so ein bisschen durchschnibbeln, ne? Das könnte ich mir hier noch ganz gut vorstellen. 85, 93, da kriegen wir noch eine Provinz mehr. Denn was ja tatsächlich hier für uns zählt, das sind natürlich die Provinzen. Ja, die ist teuer. Auch dann vielleicht dann doch so, ne? Dass wir so einmal komplett durchschneiden. Wir verlieren dadurch ja jetzt nicht zusätzliche Provinzen. Ist die teuer? Sind beide gleich teuer, ne? Im Endeffekt. Kommen so nochmal näher an die Hauptstadt ran. Ja, wir haben dadurch keinen zusätzlichen Gewinn. Wir können aber halt noch eine Provinz in Südchina theoretisch mitnehmen, weil das gehört halt auch noch zu einer Mission. Ja. Also ich würde sagen, das machen wir, wenn dann so, kriegen wir da, ja, Koalition mit gegen, also von Ming oder so halt, ne? Aber das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, so lange haben wir auch noch Zeit bis 15, 17, ne? Ja. Die Agenda wird mit unseren Ständen im letzten Reichstag vereinbart haben. Genau, ja, Reichstag wäre sehr schön, ja. Achso, wir müssen ja auch noch kernen, ne? Das schaffen wir ja nicht. Also Kernen bis dahin schaffen wir nicht. Dann lassen wir die halt auslaufen. Ist okay. 5% Loyalität können wir verlieren. Wir haben ja gerade zusätzliche Loyalität bekommen. Okay, gut. Also dann. Habe ich die alle unterwegs? So fast, ne? Da könnte ich jetzt hin. Da geht's aber noch gerade nicht. Und alle anderen sind auf dem Weg, ne? Okay, pass auf. Dann lauf du noch hier hin und wir gucken mal, dass wir da jetzt noch zu Ende belagern. Was ja ansonsten hier auch recht erfolgreich. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Aber wir haben gerade einen Sound gehört. Wahrscheinlich wegen der Ansprüche. Wir bleiben hier an dem 100% Kriegsstand dran, auch wenn wir nicht alles mitnehmen. Er will die Hauptstadt jetzt wahrscheinlich wieder zurückholen, denke ich mal. Das müsste uns aber wohl genügen. Hier jetzt nur noch ein oder zwei Festungen zu besetzen. Wir könnten die Armee wegboxen. Ja, macht den Erlass hier nochmal raus. Würde dazu führen. Ja, okay, gut, er stellt jetzt nochmal alles drauf, was er hat. Können wir hier durchlaufen? Da sind wir schon sehr nah an der Grenze zu seinen Regimentern. Wir müssen gucken, wenn die 20 Regimenter da oben stehen bleiben, dann können wir das so hinnehmen. Ja, minus 14, minus 14, aber wahrscheinlich belagert er jetzt schneller als wir. Was machen wir jetzt noch? Kostenlose Kriegssteuer im Endeffekt, ne? Würde ich sagen. Den Kampfbonus braucht man nicht unbedingt, alles andere ist okay. Die Kriegssteuer, wir haben die Kriegssteuern übrigens schon aktiviert. Tatsächlich gehören die schon zu unseren. Moskau gilt nicht mehr als groß, mal interessant. Tatsächlich gehören die schon zu unseren regulären Einnahmen hier dazu. Nee, das gefällt mir nicht so gut. Dann trefft euch doch mal lieber hier. Du kannst auch hier hinkommen. Du kommst auch dahin. Okay. Ach so, zeig mir mal gerade kurz, was ist das für eine Festung? 9 Regimenter brauche ich da. Okay, dann nimm mal die Kavallerie mit. Und die hier. Und dann stellt sie auch mal da oben hin. Der kann ja so weiter belagern. Und hier. Wie viele Truppen sind das jetzt? Das ist auch nicht so wenig, ne? Die Frage ist, kloppe ich da jetzt mit unseren Söldnern drauf oder nicht? Ich denke, wir müssen es nicht machen. Wir schauen mal, was wir an Truppen hier jetzt so versammeln können. Vielleicht genügt's. Hat 2 Mandatspunkte hat er wieder. Was sind das für? Astrachanische. Ja, dagegen die kann ich nichts machen, weil da kann ich die Autonomie nicht erhöhen in dem Gebiet. Das ist ein bisschen doof. 35, er hat einen Mauerdurchbruch. Hat er sich den erballert gerade? Okay. Aber er hat keine Truppen jetzt irgendwo auf dem Schiff rumsitzen, ne? Dann nimmst du den mal bitte ganz kurz mit hier hoch, dann müssen wir den jetzt einmal hauen.
Weil ansonsten ist doof, ne? So, dann gucken wir mal, wann bist du denn da? 17. Mai. Lauf du auch wieder hoch. Wann bist du da? 20. Mai, okay. Und du wärst da am 14. Okay, dann warte noch 3 Tage. Wann wärst du da? 18. Okay. Ja, einen Tag später ist, glaube ich, am besten. Einfach nur, damit da nichts komplett wegpufft. Okay. So, sagt ihr, wir schaffen es noch? 10 Tage hat er noch. Jetzt direkt hinterher. Cool. Und Ju haben wir auch. Wir können gucken, ob es jetzt reicht. Okay, perfekt. Dann machen wir den Kampf gar nicht mehr. Passt. 1A. Passt 1A. Denn wozu wollen wir jetzt hier kostbare Rekrutenreserven riskieren, wenn wir ihn einfach so, also wenn wir einfach so den Frieden machen können? Okay. Habe ich mit dem noch einen Waffenstillstand? Nein. Ich könnte ihn angreifen, direkt den nächsten Krieg mit den Ming provozieren, aber ich muss ja jetzt erstmal die Provinzen hier kernen, ne? Ja, die 3 Entwicklungsdinger, das können wir schon mal machen. Und die anderen, die müssen wir plündern. Wir sind übrigens die größte Großmacht momentan. Mit 1319 Entwicklungen, die aber nur 803 gewertet wird, weil wir halt technologisch noch so weit hinten sind. Militärzugang von den Timis, den canceln wir mal sofort. Standesland beschlagnahmen können wir jetzt gerade leider noch nicht machen. Also ich will halt nicht, dass die Schamanen jetzt auch direkt revoltieren. Ja, dummerweise haut das halt echt nicht hin. Geht das auf alle Stände? Aber es sind nur die, oder? Der Stämmestand verliert Loyalität. Alles klar. Okay, dann gehen wir es ganz entspannt an. Dann verlieren die Loyalität. Die kriegen hoffentlich noch ihre... wir kriegen keine 5 Punkte mehr. Wir müssten nochmal eine Versammlung einberufen. Mai nächsten Jahres. Und dann können wir beschlagnahmen. Das heißt, wir müssen noch bis Mai nächsten Jahres warten, bis wir nochmal Krieg führen können. Nehmen wir uns die nächste Idee. Wir sind der Zeit voraus, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben 20% Aufschlag. Ich würde sagen, wenn wir das jetzt nehmen würden, also wir brauchen es eigentlich nicht. Ich würde eher sagen, wir warten noch ein bisschen. Innovationsfähigkeit ist zwar mega nice, aber ich sehe es eher noch so, dass wir lieber noch mehr Provinzen entwickeln. Hier zum Beispiel. Da können wir das sehr gut machen. Hier Entwicklung ankurbeln. Und dann machen wir einmal hier Admin, einmal Mill, einmal Admin, einmal Mill, einmal Admin, einmal Mill, Admin, einmal Mill, einmal Admin und einmal Mill. So. Das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz solide Sache. Klar, natürlich machst du hier die Autonomie auch hoch bei den Provinzen. Die wird geplündert und gebrandschatzt. Dann gekernt. Das müssen wir jetzt bei denen auch machen. Wie viele Machtpunkte kriegen wir jetzt hier? 21, ja. Wobei, Moment. Ja, wir kriegen leider, weil wir die Herrscherfähigkeit Plünderer nicht haben, keine zusätzlichen Punkte, ne? Aber okay. Also wir plündern alles. Hui, animistisch, wow. Alles geplündert hier. Hey, Edelsteine, da haben wir doch das Privileg gegeben. Tee und Kohle gibt's hier. Als ob wir mehr bräuchten. Okay, ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwas noch plündern kann. Ja, hier können wir nochmal plündern. Brutzel. Hier können wir auch noch plündern. Brutzel. Dann haben wir einen Haufen Macht und machen einen Haufen Kerne. Gib mir mal einen Tagestick Zeit. 69 Überdehnung. Das ist echt nicht viel. Ja, das mit der Stammesagenda ist doof.
Und die sind immer noch illoyal. Aber gut, wir müssen da die Beziehungen halt verbessern, ne? Ich habe Ansprüche auf alles bei Ming, wenn ich das richtig sehe, ne? Will ich jetzt noch irgendwelche Revoltenrisiken erhöhen oder so? Ich wollte gerade sagen, ich halte das für ein Gerücht, dass der noch irgendwelche Machtpunkte bekommt. Ich habe da die ganzen Provinzen. Aber gut. Ja, wir können mal gucken. Ja, das sind halt alles so. Ja, die revoltieren dann aber, wie ich sie doch kenne, dann erstmal bei mir auf dem Gebiet, ne? Die Min, an die komme ich aber noch nicht ran. Da fehlt mir die Landbrücke. Die Ning, da komme ich auch nicht ran. Da fehlt mir auch die Landbrücke. Und die Chu, ja, die würden auf mir versuchen rumzuchuen oder so, wenn ich das richtig sehe, ne? Aber hier, die Xi, das könnte halt ansonsten interessant sein, dass man die dann angreift. Naja, okay, gut, wir müssen mal gucken. Auch das sollte im Idealfall ja eigentlich ein nicht, wie sagt man da, nicht tributpflichtiger Vasall sein. Aber ich bin da momentan mit dem normalen Tributverhältnis noch einverstanden. Ich brauche nicht alle Provinzen in China, aber wir werden sie trotzdem alle nehmen können. Und wir sollten sie auch alle nehmen, denn wir kriegen so viele Machtpunkte, wenn wir die halt brandschatzen. Also wir brandschatzen ja gewissermaßen zum Nulltarif. Hier seht ihr die Provinzen, die uns noch fehlen. Das, ne? Also wir brauchen hier nur 7. Und hier brauchen wir Nanjing, Guangzhou. Ah ne, und dafür muss ich sie dann aber doch rauskegeln. Okay, ja, dann behalten wir sie noch so lange, bis wir die Ming komplett weggefrühstückt haben. Ja, und das ist die Mission, dass ich Japan erobern muss. Da müsste ich jetzt anfangen, Schiffe zu bauen. Und dann müssten wir die da auch landen. Gegen Japan, ne? Mit einem Flottenlimit von 43. Das hat momentan relativ wenig Wert hier, finde ich. Ohne dass wir jetzt halt hier diese ganzen Küstenprovinzen kontrollieren. Wir können das machen, wenn wir die Ming platt gemacht haben. Aber vorher brauchen wir es eigentlich nicht unbedingt. Die Bengalen hassen uns zum Beispiel jetzt nicht wegen aggressiver Expansion. Nein, sie wollen unsere Provinzen haben. Wir könnten aber überlegen, ob wir sie angreifen. Ja, ich würde vorschlagen, dann gehen wir doch jetzt mal gerade her und gucken, dass wir Multan mit Mogulistan zusammen ja, erobern. Denn das ist ja tatsächlich noch so eine Aufgabe. Das klappt so aber nicht, mein Freundchen. Dann lauf lieber so und dann hierhin. Keine Ahnung, was er sich da gerade vorstellt. Da müssen wir das jetzt mal gerade händig machen. Das ist ein schöner langer Marsch, ne? Ja, okay, gut, pass auf. Lauf hier hin und dann ab dann machen wir es nochmal händig. Genau, Mogulistan müssen wir jetzt nochmal angreifen. Und wenn wir die dann komplett haben, da können wir auch noch Provinzen von Multan direkt mitnehmen. Bei den Timis können wir auch nochmal zuschlagen. Es wird auch ein einfaches Opfer sein. Und Usbekistan und Eraten. Rekrutenreserven haben wir ja genug. Wie gesagt, Finanzpolster stimmt, ne? Wir können uns das Defizit ohne Probleme leisten. Auch weil wir ja genügend Geld haben, um mal so eine Technologie zu fördern. Machtpunkte sparen wir nochmal. Ich möchte zumindest mal so. Ja, Kolonialismus brauche ich nicht unbedingt. Aber ich bin halt noch der Zeit voraus und der 30er Aufschlag, das wäre schon okay. Aber der 20er Aufschlag für die Zeit voraus, das ist mir noch ein bisschen too much. So, immer mal kurzes Päuschen. So, ich bin jetzt gerade mal Richtung Mogulistan gelaufen. Idee ist, dass wir die Timis angreifen. Denn Timi ist mit Mogulistan verbündet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil. Also wir könnten Timi auch als Vollpartner mit reinrufen. Ich suche halt noch so ein bisschen nach einer Möglichkeit, an Multan dann eben auch ranzukommen. Das Problem ist halt, Multan ist mit Jaunpur verbündet und Jaunpur hat halt 49.000 Mann. Das sind sehr viele Truppen. Das ist also nicht so einfach. Und wir könnten ansonsten überlegen, ob wir halt ansonsten Guge angreifen, denn Multan garantiert Guge. Also von daher könnte es auch sein. Also so die Idee dahinter ist einfach, wenn wir Timi direkt angreifen, wenn wir mit Timi keinen Waffenstillstand, dann können wir mehr Provinzen von Timi nehmen, als wenn wir Mogulistan angreifen. Weil dann können wir nicht so viele Provinzen von Timi nehmen, weil das kein vollberechtigter Kriegspartner ist, ne? In der Situation, ne?
Und dann Timi und Multan, dann lieber einfach nur Timi und Mogulistan so direkt überrennen und nachher nach einer Möglichkeit suchen, wie wir Multan irgendwie so noch überrennen können. Das ist so die Abwägung gerade. Jetzt muss ich aber einen neuen General würfeln, denn einer meiner Generäle ist gerade gestorben. Wir haben 96 Armee-Tradition. Das sind wie viel? 7 bis 18, okay. Also der, ja, dann gucken wir mal. Boah, ist der schlecht. Naja, immerhin 4 Belagerungen, ne? Das ist ganz okay. Dann behalten wir den jetzt auch einfach mal. So, wir positionieren uns hier jetzt so ein bisschen. Die Provinzen Koren, ne? Das ist ja unabhängig von dem, was wir so machen. Unser Inquisitor ist gerade down gegangen. Das ist nicht so gut. Konvertierst du das trotzdem noch zu Ende? Jawohl, okay. Ach, guck mal, bis Weihnachten. Ja, dafür machen wir jetzt wieder ein bisschen, Machtpunkte gut. Wir könnten überlegen, ob wir mit den zwei Machtpunkten noch einen Diplomatieberater mitnehmen. Dann annektieren wir Chibe ein bisschen schneller. Brauchen wir die Diplomacht? Tja, ich weiß nicht, so dringend ist das gerade gar nicht, ne? Also, wir haben noch hier den Gongxi Mo, der ist ein bisschen günstiger. Den haben wir vorhin über ein Event bekommen, habe ich 10 Prestige für ausgegeben. Eigentlich nicht so wichtig eigentlich. Produktionseffizienz, Inflationsreduktion, naja, ne, so die Standardsachen halt eigentlich. Besteuerung, wichtig, aber eigentlich besser wäre natürlich über Handel noch mehr zu machen. Da bräuchten wir dann aber auch wieder Admin-Technologie und da bin ich noch nicht so, hinterher, ne. Also vielleicht nehmen wir doch den Typen hier, der ist halt nicht so teuer, ne. Ich glaube, den können wir für einen Moment mal mitnehmen. Komm, nehmen wir den. Was für ein Argument? Ja, Prestige können wir rauswerfen, da haben wir genug. Können wir mal gucken. Ja, wir brauchen unbedingt bald diese religiösen Ideen, damit wir schneller konvertieren können. Na, das wäre schon wichtig. Wie viel Revolten sollen das sein? 8000 Mann. Okay, das geht. Gucken nochmal hier. Ah ja, hier ist runtergegangen mit der... mit dem Hoboskar. Das, weil ich die gerade konvertiere wahrscheinlich. Kann das sein? Weil wir die gerade konvertieren, deswegen haben wir da jetzt Unruhe. Ja, ist aber okay. Waschrayanische Fanatiker. Die werden nicht kommen, das ist okay. 0,6 ist nicht viel. Also revoltenrisikomäßig sind wir gut unterwegs, solange wir die Stabilität hochhalten. Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt den Sack zu, ne? Guck mal, wir können Timi angreifen. Frage ist, welche Provinzen wir jetzt von Timi nehmen, ne? Wir können einmal hier reinschauen. Wir haben 202% Kriegsstand. Wir könnten halt auch hingehen und uns hier runter durchfräsen und dann halt hier Chabaha mitnehmen, ne? Also, das könnte... Also, weil auf Belutschistan haben wir auch einen Anspruch, ne? Und die sind mit wem sind die verbündet? Hier mit Mara. Mara hat sonst keine Verbündeten. Mara ist hier unten. Ja. Also, das ist noch so ein bisschen meine Überlegung gerade, ob wir uns halt hier durch poken oder ob wir nur die Provinzen hier oben nehmen. Die sind halt nicht so billig. Die sind halt gut entwickelt. Ja, zum Beispiel hier auch wieder, ne? 11 Entwicklungen und so. Das ist ja schön, dass, wenn wir das plündern können, ne? Was haben wir hier? Stabilität, Friedenskosten, Zwangskonvertierung. Ja gut, da ist noch so ein bisschen außen vor. Aber wird das nicht toll, wenn wir die Leute zwangsweise zum tenkrischen Glauben konvertieren können? Spaß beiseite. Ja, holen wir uns die Großprojekte und die Bauern mit, ne? Und dann machen wir hier den nächsten Krieg. Also wir sind ja echt, ne? Also das Einzige, wenn wir keinen Krieg führen, ist halt, wenn wir wirklich so bestätigen. Wenn wir gerade halt einfach nur auf dem Weg zu unseren, warte mal, die Kanone, guck mal hier, da machst du bitte das, kommt der hier hin und dann kommst du schon mal darüber. Wir haben Frieden, haben wir, wenn wir auf dem Weg zu unserem nächsten Opfer sind, ne? Das ist ganz, ganz, ganz bizarr. Ja klar, 100 Diplomat, warum nicht? Mach ja gerade Diplomacht ohne Ende, ne? Also wir belagern jetzt die zwei Provinzen hier. Unser Diplomat ist wieder da. Dann mach doch mal ein Spionagenetz jetzt gegen die Timis. Ich verbessere gerade Beziehungen mit den Mamelucken. Denn die Ottos, die sind kurz davor, uns zu rivalisieren. Was mir nicht gefällt, ist, dass Venedig gerade gegen die verliert. Finde ich nicht so schön. Aber 38 Schiffe. Also Venedig müsste eigentlich ihre Flotte versenken.
Das wäre richtig cool, wenn sie es schaffen würden, auf jeden Fall. So, cool. Kommst du da hin? Noch nicht. Dann lauf mal nach Kokant. Und du läufst mal nach Kundus. Ja, ne, so ist es jetzt halt gerade, ne? Also wir machen hier einen ganz kurzen Cut und sehen uns gleich wieder, wenn unsere Truppen in Stellung sind. Wow, da war Schirmbesetzung. So, jetzt ist ja leider unsere Staatsagenda fehlgeschlagen. Aber naja, gut, ein paar Modifikatoren laufen auch ab. Ich habe auch überlegt gerade, ob ich noch hingehe und tatsächlich eines der Wunder ausbaue. Und zwar eines, das mir mehr Loyalität für die Schamanen gibt, damit das bei denen besser klappt. 45%, ne? Ist halt der Maximalwert gerade, 45,8. Ja, so ein bisschen hart an der Grenze, ne? Gucken wir mal gleich. Wir können jetzt den Frieden mit Mogulistan machen. Unser Diplomat ist wieder da. Dann annektieren wir die sofort. Gibt nur aggressive Expansion mit Ming in relevantem Maße. Können wir also hier hingehen, plündern wir eine Goldprovinz. Goldprovinzen plündern ist immer doof. Goldprovinzen sollte man eigentlich lassen, denke ich mal. Aber die können wir plündern. Wir haben über 1000, wir haben 1200 irgendwas, ne, bei Admin. Da geht das. Da können wir dann noch warten, bis wir hier den Maximalpunkt, den Maximalwert erreicht haben. Bei den anderen ist es ja 99%. Das ist noch nicht ganz so optimal. Ich verbinde die mal gerade. So, der steht jetzt da und guckt uns an. Der hat 2 Nahkampf. Wir haben 4 Nahkampf. Wir könnten jetzt natürlich sagen, wir sind militärtechnologisch gleich. Ne? Wir suchen jetzt hier eine Auseinandersetzung. Vielleicht läufst du tatsächlich bis ganz hier runter. Und du läufst wirklich dann auch mal so stumpf hinterher. Oder warten wir hier auf Merv? Ja, vielleicht gehen wir tatsächlich zuerst auf Merv und wir halten ihn mal einfach noch so ein bisschen hier fest. Wir können ja schon mal hier den Weg so ein bisschen zumachen. Genau, da will er wahrscheinlich jetzt auch hin. Oder er möchte durch Acham durchlaufen. Das ist aber okay. Wir wollen ja einfach auch nur den Weg hier schließen. Ne? Wir wollen ja nicht, dass er da durchläuft. So, wir warten noch, bis der Typ da ist für die Belagerung. So, und jetzt kannst du hier rüberlaufen. Ja, jetzt zwingen wir ihn weiter nach Norden vorzustoßen. Das ist eigentlich in unserem Sinne. Genau, und jetzt kannst du schon mal hier hin. Und du kannst diese Armeen hier verbinden. Jetzt haben wir ihn so ein bisschen aufgetrennt. Wo läuft er jetzt hin? Nach Alimuli. Er läuft ganz nach Norden. Okay, gut. Dann verfolgen wir ihn da jetzt. Wir bleiben bei Doppel 18. Holen hier die Provinzen raus. Wir zählen einmal schnell die Truppen, die er hat. 25.000, das sind 20.000. Also irgendwo müssen 5.000 Mann rumlatschen. Das sind aber nicht die von Mara, oder? Doch, das sind die von Mara. Okay, das ist gut. Denn dann ist es ja überschaubar für uns und wir sehen, wo er seine Truppen insgesamt geparkt hat. Dann laufen wir mal hinterher. Wir gucken mal. Ich denke, wir sind schnell genug, um ihn zu erwischen. Und auch nochmal so grob zur Erinnerung. Wir brauchen ja auch gar nicht alle seine Provinzen. Wahrscheinlich genügt es für uns. Also wir kommen wahrscheinlich auch billiger ran. Das da würden wir ja alles mitnehmen, ne? Wow, ist das teuer. Guck es dir an. Das ist echt ein teurer Spaß. Aber es sind halt auch alles Ansprüche, ne? Ich überlege gerade, ob wir Urgench offen lassen und dafür schon mal hier bis nach Bam vorstoßen. Denn Bam hat ein Wunder. Händler- und Karawaneneinfluss und lokale Verteidigungsfähigkeit, ne? Wir würden außerdem auch noch das Wunder in Chiva und das Wunder in Samarkand mitnehmen. Ich spekuliere so ein bisschen drauf, dass wir irgendwann mal einen Typen kriegen, der das Verbessern von Wundern für uns günstiger macht. Das wäre halt richtig nice, denn dann könnte man mit der Kohle auch mal hingehen und die Wunder konsequent verbessern. Ne? Halt ansonsten die Wunder halt aufbotzen,
das sehe ich halt noch nicht so ganz. Ne? Also da würde ich sagen, da kriegen wir den Bonus noch nicht so komplett mit. Ja, das hier können wir dummerweise nicht nutzen. Ne? Müssen wir da die Kultur akzeptieren? Ja, wenn wir Seoul zu einem Staat machen würden, um die koreanische Kultur zu akzeptieren, was ein so ein Diplomat kostet, also hier dann, ne, wenn wir das zu einem Staat machen würden, dann könnten wir hier den Vorteil nutzen. Das ist halt insofern ganz gut, weil wenn man das dann nochmal aufbessert, dann gibt es Herrscher-Admin-Machtpunkte, ne? Das ist halt sehr, sehr nice. Und der Modifikator auf die monatliche Autonomie ist halt auch sehr, sehr nice. Das sind aber so Gedankenspielchen, ne? Das ist noch ein bisschen weiter weg. Okay, wohin willst du denn jetzt? Altin und Totkara. Ah, okay. Bist du denn so rum schneller? Du bist so rum schneller und du bist so rum wahrscheinlich schneller. Genau, ja, dann machen wir das doch. Okay. So, holen wir uns mal unsere Provinzen zurück. Dann besetzen wir mal die Provinzen hier. 93% übrigens jetzt hier mittlerweile. So, wie sieht's aus? Da ist schon Kuduk und Turkestan. Wer läuft nach Turkestan? Der Timmy läuft dahin. Ja, lauf hinterher. Ich glaube, wir fangen den hier ab. Und du den hier. Und du nimmst den Typen mit dem schnellen Hirsch. Ich hoffe, das klappt. Wow. Minus 5% Kosten für Kernprovinzerstellung. Konfuzianischer Verwalter. Aber globale Steuereinnahmen, minus 10%. Ich glaube, wir brauchen es nicht. Wir nehmen es. Sorry, ich weiß, ihr hasst mich jetzt dafür. Aber wir bleiben beim Prestige. Ich kann euch gut verstehen. Ich würde mich auch dafür hassen. So, wo bist du? Ich habe so eine Ahnung, wo der hinläuft. Der läuft jetzt da hinten in die Wüste, ne? Ja, okay, dann komm du mal zurück. Ich glaube, das ist okay. Ja, und der ist doch jetzt weg, oder? Also. So, und den anderen lässt er dann mal da rumgeistern, ne? Komm hoch. So, sind unsere Kurs hier fertig. Wobei ich jetzt gerade denke, hätte ich doch besser die Admin-Macht genommen. Ich meine, wir haben ein gutes, solides Finanzpolster, ne? Aber andererseits... Ja, lauf, Forest, lauf. Der wollte hier Teppich belagern, ne? Was für ein Spitzklicker. Den mal weg. Einmal hier und einmal hier. Lauf mal hier hin. Ich glaube, er läuft ja darüber. Ja, genau. Hey! Wow, der hat sich tatsächlich auf ein Gefecht eingelassen. So viel Mut hätte ich der KI gar nicht zugetraut. Okay. Dann komm doch schon mal hier hin. Da. Wohin läuft der gerade? Nach Narim. Okay, lauf mal hier hoch, wenn du schon da bist. Vielleicht können wir die Usbeken da noch abfangen. Nice. Ja, mach den mal weg. Der will da noch eine Einheit rekrutieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Danke. Jetzt belagern wir das mal kurz. Wir plündern das einmal aus. Ah, wir haben Chibe jetzt integriert. So, und Chibe hatte Truppen. Nämlich 8000 Stück. Das ist nice. Ach, guck mal. Was haben die? Bannerregiment. Ja, ich kann so. Ich kriege ja keine Bannerregimenter. Witzig. Ah ja, guck mal hier. Und östliche Scharmützelkavallerie. Und halt minus 50 Disziplin plus 5%. Richtig cool. Für uns auf jeden Fall gut. Günstige Einheiten, die jetzt unser Truppenlimit aufgefüllt haben. Ah, das ist schon fein. So, und wohin? Der bleibt jetzt da stehen. Das ist klasse. Das ist aber Wald, ne? Wie viele Truppen hast du da drin?
8000. Das heißt, er hat noch 2000 irgendwo geparkt, die ich jetzt gerade nicht sehe. Und du hast 1000 Mann. Die stehen aber auch nur irgendwo in der Pampa rum. Also hier auf jeden Fall mal gerade nicht, ne? Ja, gut, irgendwie will ich den schon noch auffuttern. Und wo bist du? Du bist gerade einfach so unterwegs. Okay, wir gucken mal. Kriege ich die Timis jetzt schon in Frieden gedrückt? Nein, kriege ich nicht. Würden die in 100% Frieden machen? Wahrscheinlich schon. 100% Frieden nehmen sie wahrscheinlich an. Damaschir und Mara. Damaschir ist hier. Mara ist da. Und Yas ist hier. Okay. Also ich glaube, ja, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Wenn ich... Hast du ein Bündnis mit irgendjemandem? Nein, du hast keine Bündnisse oder so. Ich habe nur eine Waffenruhe habe ich mit dir, aber das ist ja egal. Dann mache ich hier nochmal eine Horde gegen dich. Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir das doch jetzt alles ganz flott. Hä? So, und dann die hier. Guck mal, den kannst du mal hier hinschicken. Ich lasse die Spezialregimenter nicht gerne als einer Stacks rumlaufen. Da ist die Versuchung für die KI zu groß, sich so einmal gerade zu snacken. Ne? Und dann frisst er die weg und das ist dann immer doof. Stell mal einen hier hin, einen hier hin, einen hier hin, einen hier hin und einen hier hin. Warte mal, ich habe da noch einen... Habe ich nicht noch einen General irgendwo dabei? Gerade nicht, okay. Aber vier Generäle kriege ich nicht. Doch, bekomme ich. Dann würfeln wir nur einen. Vier Belagerungen, why not? Okay, Fernkampfwert ist vielleicht nicht ganz so entscheidend. Ah ja, geh mal hier hin und hilf dir mal mit Kerman. Cool, die Armee ist schon mal weg. So, wo sind die anderen Truppen? Niemand weiß es. Wir werden sie sehen, wenn sie... Ah, da! Komm runter, schnell. Wir werden sie sehen... Kann ich den abfangen? Wir versuchen es mal. Das funktioniert ganz gut hier mit den Beziehungen verbessern. War das mal bei den Mamas auch. Die könnten ein brauchbarer Verbündeter gegen die Osmanen sein. Könnten, sage ich aber ganz explizit, weil sie es in der Regel nicht so oft sind. Okay, schön. Kannst du hier hin? Jawohl. Schön, weil die haben wir wahrscheinlich, genau, bam, haben wir schon leer geplündert. Alter, keine Entwicklung hat das Ding. Okay, ich habe den einer Stack erwischt. Gut. Ja, bleibt ihr mal so hier. Stell den mal da drauf. Dann hat er noch zwei Provinzen gleich übrig. Offenbar ist unser Nachfolger tolerant. Gut. Der möchte noch nicht. Lokale Unruhen in Astrachan. Okay, warum nicht? Ist halt Astrachan, ne? Also. Nicht die wichtigste Provinz für uns. Du kommst hier runter. Cool, dann kannst du jetzt hier drüben die Hauptstadt belagern. Wo läuft der jetzt hin? Nach Sygna. Okay. Schön. Wir haben Hormozgan belagert. Könnten jetzt den Frieden machen. Also warum nicht? Das ist doch super. Und das haben wir direkt so auf Stufe 1 dann mitgenommen. Ja, optimal. Tabas hatten wir schon, genau. Kundus hatten wir noch nicht. Hm.
Mein Mana hatten wir noch nicht. Kulob hatten wir. Temis hatten wir. Merv hatten wir auch noch nicht. Können wir übrigens die Festung hier, die reißen wir ab. Denn die Festung hier in der Wüste, die bringt uns nichts, ne? Also klar, natürlich kann man sich überlegen, stell so eine Festung in die Wüste, wozu führt das? Die KI versucht dich da zu belagern. Religion ist muslimisch, ja, das wird nicht klappen. Genau, also es könnte, oh, da muss ich einmal gucken, also 1290 und hier 1188. Das klappt aber, glaube ich, noch. Die KI geht hin und belagert dich dann da und dann greifst du sie da an, ne, zur Strafe. Aber tatsächlich ist das halt so eine Sache immer ein bisschen heikel. So, wie viele Punkte kriegen wir hier? 42, 21, 21. Dann sind wir da bei 1099 und hier bei 1000. Das passt hier und das passt hier auch genau. Machen wir das auch noch. Shiva müssen wir nicht unbedingt ausbauen. Okay, gut, ich glaube. Immer noch Kokant haben wir noch vergessen. Machen wir noch Kokant. 21, 21, 21. Passt auch. Sehr schön. Bin ich hier noch der Zeitfrost? Ich glaube nicht, ne? Wir haben Nachbarbonus von 5. Genau. Also wir könnten jetzt sagen, wir nehmen die Admin-Tag einmal mit. Erhöhung im Zeitpunkt 5. Genau. Das ist doch ganz gut. Die machen die Tech-Kosten nicht billiger. Ich könnte halt allerhöchstens jetzt hier für eine Zeit lang den Erlass reinmachen, ne? Dass ich weniger Beute bekomme, wenn ich plündere. Das macht dann für uns die Technologie nochmal um 5% billiger. Bei 750 bin ich aber nicht so wählerisch. Das passt eigentlich. 715. Wir hätten noch 500 übrig. Ja, mach das mal jetzt. Jetzt müssen wir hier was mit den Machtpunkten machen. Ach, der hat das auf 1000... Warte mal. Der hat das jetzt runtergecapped. Moment mal bitte.